Der Wahlkampf geht jetzt in die Vollen und zwar beteiligen sich jetzt immer mehr die Medien auch daran, ganz unparteiisch natürlich. In der Welt am Sonntag vom 10.9. stand Folgendes, da zitiert oder schreibt die Zeitung in Originalschreibweise, gibt sie da eine E-Mail vom 24. Februar 2013 wieder, die der Zeitung zugespielt wurde und angeblich ist diese E-Mail von der Frau Alice Weidel von der AfD. Der erste Satz, der hier gezeigt wird oder zitiert wird, ist: Der Grund, warum wir von kulturfremden Völkern wie Arabern, Sinti und Roma etc. überschwemmt werden, ist die systematische Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft als mögliches Gegengewicht von Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden. Frau Weidel sagt, dass diese Mail nicht von ihr stammt. Ich finde sie, die Mail im Grunde, wenn die von 2013 stammt, sehr weitsichtig. Wir haben jetzt die Überschwemmung durch Araber und dass da die bürgerliche Gesellschaft zerstört wird, sehe ich auch so. Wir haben 390.000 Syrer im Land, deren Recht auf Familiennachzug derzeit ausgesetzt ist, aber das läuft jetzt aus, diese Aussetzung. Das heißt, nächstes Jahr werden diese Menschen von ihrem Familiennachzugsrecht Gebrauch machen können und dann wird eine weitere Welle von Arabern in unser Land strömen. Die Regierung geht dabei von maximal einer Person aus, die pro Berechtigten nachzieht. Ist das realistisch? Eine Prognose für den Wahltag: 14,2% für die AfD. Bis morgen.